Willkommen im Lager. So, willkommen zurück. Wir haben uns ja letztes Mal in der Arena sehr bewiesen und haben Daresso besiegt. Und jetzt geht es anscheinend eher Richtung Endspurt. So sieht's aus, Leute. Auch ein Willkommen von meiner Seite. Nee, also jetzt bleibt uns nur noch der mittlere Weg. Der mittlere Weg? In den Crystal Veins. Da wird noch freigeschaltet. Müssen wir erstmal mal zu Dingens hin. Ja, zu Lady wieder, Diala. Ja, erstmal wieder hinteleportieren, ne? Genau. Crystal Vein. Ach ja, genau, jetzt sehe ich es auch hier auf der Karte. Okay, dann gehe ich da mal gerade hin. Und schau mal. Bist du schon da? Ich bin schon da, ja. Ah, okay. Zu quasseln. Lady Diala. Geist ist schon wieder der Increased Critical Strike Support soweit bei mir wieder. Eieiei. Ja, bei mir ist auch irgendeine Gem fast am Aufleveln. Das ist bei mir Shrapnel Shot. Ui. Ja, aber den benutze ich nie. So, Diala. Hi! Fury and. Okay, enter the belly of the beast. Oh je. Don't die, please. Ja, das wird jetzt gerade freigeschaltet mit einer sehr beeindruckenden Animation. Ja, ach komm, mein Turm ist doch auch so gut. Moment. Ah, den kann ich ja gar nicht benutzen, schade. Ja gut, die hat einen etwas größeren Geschützturm. Gut, dann gehen wir einfach mal rein. Ist schon offen bei dir, ja? Ja, ja, ist bei mir offen. Sehr schön. Valley of the Beast, das erinnert mich schon ein bisschen an Oblivion. Ja, mich erinnert das daran, es gibt so einen richtig schlechten Film mit Steven Seagal, der so heißt. Oh, das sieht aber sehr... Ja, wir sind tatsächlich so in einem Magen. Of a looks like. Oh ja. Boah, der ist aber auch gut. Ich hoffe, wir sind jetzt gerade nicht im Darm. Nee, nee. Nicht, dass uns gleich da irgendwas entgegenkommt. Mayonnaise. Ich dachte eher an was Bräunliches. Aber wenn. Ach so. Wenn da Mayonnaise reinkommt. Ja, nee, klar. Will aber jemand gerade sich anders begnügen. So, ach, ich muss meinen Golem rufen. So. Die, auch wieder. Die Aura habe ich aktiviert. Und ach, den Golem. Den ach, das ist eine Tür. Oh, der Schließmuskel. Ja. Ja, sieht ja sehr. Wo wir gerade von sprechen. Oh ja. Boah, da sind ja Augen in der Wand. Wie ekelhaft ist das denn? Oh ja. Und diese Pinöpel, die hier aus dem Boden rauskommen. Ist das ekelhaft. Weiß nicht, ich denke mir nichts dabei, ehrlich gesagt. Ist ja nur ein Dungeon. Ja, aber wie ekelhaft der ist. Wow. Also ich möchte keine Augen und Ärmchen in meinem Darm haben. Na, schon gar nicht an der Hauswand. So. Ja, ich hänge überall fest. Hier, Hop of Chance, wie geil ist das denn? Augen. Der kommt nicht mehr drauf da. Armer Scavenger. Ich weiß nicht, ob ich schon mal in so einem ekelhaften Dungeon war. Wenn die Augen mich nicht immer so angucken würden. Sieht doch lustig aus. Ja, aber dann diese Dinger, die mich immer anpacken hier, die so aus dem Boden kommen. Boah. Oh, wir haben hier. Das ist ja unangenehm. Weiter in den Darm rein. Ja, gehen wir nochmal schön weiter rein. Oh nein. Also, wir sind jetzt gerade tatsächlich irgendwelche Arschkriecher anscheinend. Ja, leider. Und ich bin gespannt, was wir hier treffen. Warum ist denn überhaupt der Schurke, den wir jetzt suchen, hier drin? Was hofft er sich hier zu finden? Oder gehen wir ihn nur gerade hier durch das Vieh? Ich weiß auch nicht gerade. Ich weiß auch nicht. Ich habe da noch nie durchgeblickt. Das will ich auch ehrlich gesagt nicht, wenn ich mir das so anschaue.
Ne. Okay. Einfach mal. Ah ja, Critical Strike. Ja, wenn bei mir ein Questgeber ankommt und sagt, hör mal, du musst mal hier in den Darm von so einem Vieh reinkriechen. Ja klar, kein Thema. Mach ich. Bin ich ja nicht, ich selber, weißt du? Weil, ja, jetzt kann ich nicht mal reden. Ja, ich weiß. Jewelos Orb, sehr schön. Boah, hier drin muss das müffeln, ne? Was muss es? Hab grad akustisch nicht. Müffeln. Ja, bestimmt. Ich will jetzt nicht dran denken, einen Geruchsfernseher hier zu haben. Oh ja, das wär's noch. Jetzt so eine Sackgasse. Aber ich. Nee, unten geht's ja weiter. Mhm. Wie schwer der Typ hier gleich noch wird. Naja, wobei Typ ist gut. Das ist kein Typ. Ja, ich will ja jetzt nichts vorausgreifen. Okay, okay. Ne? Ja, ja, klar. Hört man mich eigentlich gut oder? Doch, man hört dich gut. Okay. Vielleicht noch Anfang von einer Folge von Torchlight 2 habe ich doch übersteuert gehabt. Ja. Auf irgendeiner Weise. Boah, die sehen ja ekelhaft aus. Gutspiker, oh Mann. Ja, das ist so super Monster- und Level-Design. Richtig schön ekelhaft. Mhm. Ach, ich sammle schon wieder Müll auf. Den lasse ich mal hier liegen im Arsch der Welt. Ja, am Arsch der Welt tatsächlich, ja. Ich bin nämlich gerade schon wieder durch so einen Schließmuskel gegangen. Ach so. Ja, ich habe das auch erst nicht gesehen. Was? Piety? Warum ist die denn hier? Ah, hey, merkst du was? Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Atmen wir vielleicht irgendwelche Gase ein, die uns ein bisschen benebeln, oder was? Oh, ich bin gestorben. Oh, scheiße. Ja, ich werde auch irgendwie verlangsamt, ich weiß nicht. Oh, schon wieder gestorben. Wow, was ist denn hier los? Krass. Also ich merke, ich muss irgendwie ein bisschen... Ja, wenn, diese, falsche Richtung. Wenn diese Rolle kommt, merke ich irgendwie, bin ich sehr... Uiuiui. Vor allem, Piety ist ja noch verwandelt jetzt noch, ne? Boah, ich bin schon wieder gestorben. Was ist denn hier los? Aber irgendwie scheint das auch völlig unverhältnismäßig zu sein. Da muss ich mich jetzt noch ein bisschen konzentrieren. Damit ich da nicht, boah. You've just earned yourself some bigger prey, Huntress. Was ist jetzt hier los? Listen carefully, Ranger. As this is something you will never hear from me again. I was wrong. It was Malachi who reached out to me, who wrapped me in nightmare, made me his slave. He has shown me greatness beyond imagining. So much that I thought my mind okay, was macht der Malachi? Der hat die... Versklavt, ja. Versklavt. Und warum lebt die jetzt wieder? Die haben wir doch getötet. Eben, die, das ist einfach nur, irgendwie die Manifest... Boah, wie heißt das? Eine Manifestation, ja, ja. Ja, so irgendwie, und die kann sie immer wieder beliebig rufen. Ah, okay. Malachi. Ach, Malachi, Malachi kann die immer wieder rufen. Ja, und, der ist auch der Einzige, der sie töten kann. Ah, okay, gut. Na gut. Also so richtig. Die Piety Lombardi. Lebt also wieder. Oh nein! Okay, jetzt gehen wir weiter tiefer rein in Darmstadt. Und... ja, das kommt gut, ey. Darmstadt. Sehr gut. Boah, hier ist ja wirklich... ekelhafte Brühe. Okay.
wollte gerade sagen, wieso macht er jetzt meinen Zyklon nicht? Ich hab doch Mana. Hab schon wieder Müll aufgesammelt. Ach, jetzt geht doch. Jetzt geht doch das durch, Mensch. Shadow Shriek. Ja, oh, genau, kommt auf mich zu hier. Der Typ mit der wenigsten Rüstung. Aber mit der höchsten Ausweichrate anscheinend. Ja, okay, das kann sein. Ausweichrate ist eigentlich ganz gut. Jo, was meine eigentlich? 256, weil ich gerade nicht in der Nähe bin. Ach so. 1017, Alter! So, wo habe ich denn? Wo ist denn meine? Wo ist denn meine Ausweichrate? Wo ist das? Auf C und dann geht's auf Defense. Unten in dem Tab. Ja, okay, gut, da war ich auch drauf. Da habe ich jetzt 3199. Alter. Wow. Ja. Ich habe 3167 Armor. Ja. Das schmerzt übrigens, der Liebespfeil. Im Herzen. Ach so, oh. Das tut mir leid. Mein Liebespfeil. Ja. Gut, gut. Wie hat Zula letztens gebracht? Oh! Oh! Ein Wegpunkt. Oh, Petey, schon wieder. Before we walk this path together, it's important that you understand. Ja, was sollen wir jetzt über die wissen? Das habe ich jetzt weggeklickt. Naja, oh, ist das hinter wieder. Das ist aber jetzt auch. Ja, wieder. Stimmt, wir müssen noch weitere. Drei Viecher besiegen, meine ich, um zum schwarzen Kern zu gelangen. Ah, okay. Und die sind hier drin in der Gegend? Genau. Mhm. Also hier sind jetzt auch überall Pflanzen schon gewachsen. Also es ist eine ganz andere Darmflora als jetzt oben. Wundert mich nur, dass da Bäume wachsen. Ja. Er hat wahrscheinlich viele Äpfel gegessen. Ganz bestimmt. Boah, diese Augen. Was läuft mir denn da so für ein Homunculus hinterher? Alter, Alter. Du bist da oben. Hast du schon so ein Vieh gefunden, was wir töten müssen? Nein, noch nicht. Nein, okay. Aber ich wäre auch fast verreckt. Ja, und dann kam ich. Was? Ach, ich glaube, hier oben habe ich eins. Hier ist nämlich zumindest so ein Deidris Arena. Ah, ja. Gehen wir da mal rein. Boah, ja, die ist ja attraktiv. Ach, du Scheiße. Ja. Die richtige Frau für Jabba the Hutt. Jawohl. Dödre Darktan, oje, oje, oje. Ja, die hat auch irgendwie die Milka-Diät gemacht. Boah, da sind aber auch ziemlich viele Felder hier. Werde ich hier in dem Roten geheilt oder was ist hier los? Nee, irgendwie gestunt. Gestunt, okay. Boah, jetzt habe ich echt. Ich bin im Behindertenmodus. Scheiße. Im Behindertenmodus? Keine Ahnung. Ja, ich hab jetzt gerade Probleme, mich zu heilen, weil die auch wieder sehr stark ist. Die Balliste kannst du noch nicht verwenden. Doch, doch. Ah. Müsste eigentlich irgendwo da stehen, oder? Ja, aber die schießt. Ja, die steht da, aber die schießt nicht. Ja, komisch. Denn dafür kann ich nichts. Ach, die schießt jetzt. Ah. Hat jetzt einmal geschossen und ist schon wieder weg. What she said. Nein. Ach komm. Oh, jetzt bin ich hier wieder gestorben. Alter, das gibt's doch gar nicht. Jawoll. So, Malachi Junge. Ja, geil. You were your own worst enemy, Doedri. Hier bei Holy Chainmail ist halt auch wieder die Frage, wie meinen die das Holy? Ist das eine heilige Kettenrüstung oder eine löchrige? Das ist jetzt die Frage, ne? Ist das jetzt irgendwie so gemeint, dass das Ding jetzt eher schlechtere Werte hat? Wissen. Kann ja sein, dass es irgendwie
nicht so gut funktioniert, aber die kann ich eh nicht tragen, weil die Stärke benötigt. Festivalmaske habe ich. Ja, kann ja gut, wenn heilig, dann ist es für den Templer. Mhm. Plus 21 zur Intelligenz. Nee, ja. Ist nichts. Nicht wirklich eigentlich für mich, sieht aber cool aus. Ja gut, okay, dann hier wieder raus. Death Prowl. Aber dass die auch überall so Stacheln aufstellen, das muss doch schmerzen. Also nicht, dass wir im Endeffekt in Malachi drin sind. Das, ich weiß jetzt auch gar nicht, wer das ist, aber das ist wahrscheinlich der... Nee, aber ich kann schon mal sagen, das ist nicht der Fall, dass wir in ihm drin sind. Okay. Das ist sowieso zu komisch. Der sieht aus wie der Schläfer irgendwie. Ja, ich dachte jetzt auch irgendwie an was Insektenartiges, jetzt wo ich gerade hier dieses große Vieh gesehen habe. Ach, oh, Glückwunsch. Levelaufstieg, den werde ich direkt mal investieren. Aber fix. Oh, jetzt, worauf wollte ich denn nochmal skillen? Gar nicht. Ach, da schießt mich schon wieder jemand an hier. Was machen denn Untote hier? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welche Richtung ich hier gehen wollte. Ei, die Intakte ist jetzt auch wurscht. Hm? Oder nicht? Was denn? Intakt ist letzten Endes auch wurscht. Andererseits, wenn du vorhast, den Char weiter zu spielen, irgendwie privat. Ja, ich will jetzt nur gucken, ob ich jetzt eher, weil ich ja auch so wenig aushalte jetzt gerade im Moment. Oh nein. Ich glaube, ich gehe hier auf Evasion und Life. Ich glaube, das ist eigentlich ganz okay, oder? Denk schon, ich weiß ja nicht, was du sonst noch so hast. Ja, ja, nicht so viel. Ich habe ja eigentlich sonst sehr viele gute Sachen geskillt. Okay, gut. Bist du auch noch am Skillen, oder? Nee, ich bin noch nicht mal so weit. Ah, doch, fast. Ja. Ja, danke Skillleister fürs Runterscrollen. Mann. Oh, ich sollte meine Aura mal wieder benutzen. Irgendwie war die deaktiviert, warum auch immer. Ich habe das Gefühl, so weit komme ich gar nicht mehr. Ich glaube, den einen Skillpunkt kann ich mir auch schenken. Eben, deswegen habe ich dann auch auf Evasion und Life einfach geskillt. Ich wollte noch ein Butchery machen, aber so weit komme ich, glaube ich, nicht mehr hin bis jetzt. Ja. Höchstens im Postgame. Ah ja, jetzt bin ich Level up. Sehr gut. Hätte ich eigentlich noch ein bisschen weiter schnetzeln können. Was? Ich kann nichts mehr tragen. Habe ich schon wieder so viel Müll. Immer die Lampen an. Ach man, lass doch mal den Müll da liegen. Oh, hier. I shall preserve your beauty for eternity. Okay. Ach, halt dort. Oh, wir müssen die Bücher ausweichen. Was? Aber Bücher sollen doch gut sein. Gesundheit. Hast ja gesehen. Bam, 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 bam. Oh, 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 oh. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung die jetzt fliegen. Oh, jetzt explodieren die einfach. Ah ja, okay. Ah ja, das meine ich doch. What a gorgeous fighter! Och, Mädel. Ja, genau, ich bin wieder gestorben. Ja, ich auch einmal. Schade. Die macht Dornschaden. Entschuldigung. Ja, du lachst. Hey, komm, was aufrichten. Ich darf gar nicht mal in die Nähe kommen, habe ich den Eindruck. Ach, ich auch. Ich bin schon wieder gestorben. Ja. Wow, also sind wir jetzt... gestorben wie sonst was. Alter, ich dachte, wir spielen Path of Exile und nicht Dark Souls. Ja, dachte ich auch irgendwie witzigerweise gerade dran. Aber, im Endeffekt sind die Gegner hier ja immer irgendwie auf die gleiche Weise schaffbar. Also während Dark Souls ja häufig einen ganz komischen Kniff braucht. Ja, stimmt. Also, die sind schon... Hier sterben wir zwar auch gerade oft, aber... Die Lebensenergie von ihr wird ja nicht regeneriert, wenn wir es wieder versuchen.
Das stimmt. Das ist schon. Boah. Kabum. Entrails. Ja, sehr schön. We destroy so much beauty in our pursuit of prettiness. Ah, scheiße, mein Fuß. Was machst du denn da für Sachen? Ich nix schuld. Oh, ich kann meine Gems aufleveln. Alle nix schuld. Allahu Akbar. Was? Ja. Ach, ihr Butchery, das reicht einfach nicht. Ach, zumal... Nee, Quatsch, das ist sowieso Quatsch. Strong Arm. Du wirst irgendwie weiterkämpfen? Ja. Ich bin aber wieder da. Was mache ich denn jetzt, hör mal? Ach, Sir Armor Mastery kann ich aber noch machen. Ah, mein Fuß, scheiße. Nein, das kribbelt wieder. Oh, das sind Schmerzen. Fuck! Sunleather. Hm. Sah jetzt auch interessant aus, die Rüstung, aber ich glaube nicht, dass die in irgendeiner Art und Weise an meine Rüstung rankommen wird. Naja, ich hätte sie da auch wurscht. Huch! Ach, Müll. Ich guck mal gerade, Evasion Rating 231, nee, meine hat 403. Die sieht zwar geil aus, Sunleather, aber... Nee, hat... Bringt ja auch nichts. Müssen wir nicht eher runter, oder? Ja, da ging's ja nicht weiter. Ich guck gerade mal kurz schnell, weil das, für mich ist da noch ein oben. Kleiner Punkt ist hier noch offen. Okay, gut, jetzt habe ich die Karte auch erschlossen. Es sah gar für mich so aus, als könnte ich hier noch einen Weg lang gehen. Ja, zumindest hier der Teil. Oben geht's ja auch noch weiter. Ja. Ja, ich dachte nur, ich wollte jetzt nicht dran vorbeilaufen. Dann müssen wir alles nochmal zurücklaufen. Ja, okay. Aber oben stimmt, da geht's auch lang. Mhm. Da ist aber wieder ein größeres Gebiet. Da müssen wir noch einen finden. Ja. Alter! Ist das hier, was mit der Relation nicht stimmt hier? Oh, sind das hier Gehirne oder was? Ne, Augen, oder? Ja, da waren aber gerade so viele, die sahen aus wie Gehirne. Stimmt aber auch. Das waren so Gehirntentakelviecher. Ach, da waren sie doch gerade. Heißen sie? Wandering Eye? Nee, die Massive. Nee, warte, die heißen die Nostromus. Irgendwie sowas. Neusum Euphiden, ja. Die Viecher meinst du? Der hat irgendwie alles Tentakeln, sehe ich gerade. Ja. Mein Leben, ne? Ich sammle schon wieder Müll auf. Leck mich doch am Zapfen. Ja, echt, ich krieg hier gerade Krise, ehrlich gesagt. Ich will den Müll rauswerfen. Ach, hier oben ist es. Okay, dann mal rein da. Wer ist das jetzt? Maligaro, der Inquisitor. Laber nicht, lass dich besiegen. Also nicht du, sondern ja, Maligaro. Schon klar. Resist Cold. Der sieht aus, als wäre der irgendwie aus Resident Evil oder so. Nemesis. Keine Ahnung. Ja, ich hab's auch nie gespielt, aber ich kenne halt das Design. Achso. Boah, der haut aber auch gut rein. Aha. Bleib weg von mir. Inquisitor. Mach das davon, Kumpf! Ach, hat er Schmerzen. Oh, ich bin auch eher am Ausweichen, als dass ich hier
Wow, meine Gesundheit geht manchmal einfach runter. Aber na gut, okay, jetzt haben wir den sculpted. Your kind leave nothing but scars, Meligaro. Ja. Ausnahmsweise bin ich mal bei seinem Tod gestorben. Sonst war es andersherum. Jetzt haben wir ja alle drei. Jetzt haben wir alle drei, jetzt können wir den schwarzen Kern. Was jetzt auch nicht unbedingt appetitlicher klingt. Mhm. Aber ich würde es bevorzugen, wenn wir in der nächsten Folge das angehen. Alles klar, gut, dann bis zum nächsten Mal. Oh, 5 Minuten haben wir noch, wir können da bis dahin laufen. Jetzt habe ich mich schon verabschiedet. Scheiße. Naja, egal. Ciao. Ciao, Leute. Pass auf deinen Rücken auf!